Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Brühe. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber in Dom. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Wobei ich auch gerade mal dazu sagen muss, ich habe mich in einer Form geirrt. Die Bonus-Story wird zwar kommen, wie bereits angekündigt, aber ich muss die tatsächlich noch umwandeln. Und ich weiß nicht mehr auswendig, welche Sprachen es waren. Deswegen hoffe ich, dass das trotzdem klappt so. Ansonsten wäre es bisschen ranzig. Naja, machen wir weiter. Kapitel 20. Ein spezieller Abschnitt zur Weltraumkristallisation. Wir haben den ersten Kristall. Als ich in unserem Lager erschien, war er plötzlich wieder da. Leider haben wir ein neues Problem, aber niemand kann mir sagen, warum sie gestorben ist. Warum stirbt eigentlich die ganze Zeit jemand? Wir arbeiten heutzutage so hart daran, unsere Arbeit zu planen. Außerdem gibt es täglich nur 3 Stunden Licht, sodass wir es kaum erwarten können, dass er eintrifft. Wir können ihm immer noch nicht entkommen und es besteht die Gefahr, dass Latia unser Lager findet. Die Zeit ist sehr nahe. Ich habe nämlich eine Rolex am Arm. Sieht man die? Ich hab nicht mal eine Armbanduhr. Nick Rosma hat berechnet, dass auf die eine oder andere Weise alle Dunkelheit innerhalb von 5 Tagen kommen wird. Also sind wir weniger als 2 Wochen vom Ende der Welt entfernt. Wir mussten sehr gefährlich sein. Ja, wenn du mit so vielen Dingen um dich wirfst, bist du gefährlich. Es besteht kein Zweifel, dass dies eine Menge Dinge sind und wir sind uns einig. Vor allem, weil ich darauf bestehe, dass ich diese Straße entlang gehe, um Kristalle zu holen. Die anderen wurden zunächst völlig ignoriert. Und ich dachte, aber irgendwann wurde allen klar, dass dies immer noch unsere einzige Chance war. Also ging ich meinen Weg und ging in einen leeren Raum im Westraum von Schatzstadt. Ich hatte gehofft, den Tagesausflug so angenehm wie möglich zu gestalten und versprach, innerhalb von 3 Tagen zurückzukehren. Diese Reise führte mich zu vielen berühmten und unerforschten Orten. Ich trat in einen bergigen Seelenwald ein, entdeckte den Namen Schlugensberg. Was? Erstmal der bergige Seelenwald und Schlugensberg. Vor allem gab es eine einzigartige Wechselwirkung in der Luft, die dazu führte, dass der Bruch im Versteck sehr gut sichtbar wurde. Es ist die Säule, in der Palkia steht. Man muss jetzt sagen, Speersäule eigentlich sind Palkia und Dialga in der originalen 4. Gen ja auf Spearpillar, der Speersäule. Aber in dem Fall sollte das eigentlich die Raumspalte sein. Ich ging hinein und kam an einen fremden Ort, der sich sehr vom Geheimnis unterschied. In der untersten Minute sah ich eine drachenhafte Kreatur. Dialga hat mir erzählt, was los ist. Sie gewinnen den Zugang zu dem Ort zurück, oder? Er wartete nicht darauf, dass meine Antwort anfing zu erklären. Sie wissen, dass sie ein Risiko eingehen werden, wenn sie sich wirklich weigern, aus der Erfahrung herauszukommen, richtig? Ihre Erfahrung wird ein schwieriges Problem sein. Wenn sie eine falsche Antwort geben, haben sie nur eine Chance und ihre Rückkehr kommt von außen. Quelle, sind sie wirklich sicher? Sehr gut. Sehr gut, dass meine Geschichte mir sogar Quellenangaben macht. Wo bin ich und was mache ich in meinem Haus? Da es nicht meine Zeit ist, auf eine Antwort zu warten, habe ich einige Anpassungen an den Erwartungen vorgenommen und ihm gesagt, dass ich für sie da bin. Ein sprachloses Portal wurde geöffnet und ich ging mit. Wenn das Portal sprechen würde, würde ich mir auch Sorgen machen. Ich befand mich an einem sehr seltsamen Ort. Es scheint unglücklich zu sein. Im Gegensatz zu allem, was ich beweisen kann, zum Schweigen gebracht werden. Ich erkannte sie sofort und küsste sie. Aha, wieder mal. Und dabei bist du doch gar nicht Bulbasaur.
Also hast du die Steinprobe des Weltraums tatsächlich bestanden? Palkia hat dir den ganzen Weg erzählt, dass dies ein schwieriges Problem ist. Möchtest du zurückkommen, wenn du frei bist? Ich bestätigte in der Frage, ob ich bereit war, okay zu sein. Nachdem ich fertig war, beschloss ich, auf meine Bedenken einzugehen. Nun, ich bin bereit, dir zu antworten. Diese Frage ist gleichzeitig einfach und schwierig. Du solltest wissen, dass ich immer noch ein normales Pokémon bin. Deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wer ich bin. Wow, die Frage ist normal. Als sie ihr Problem sagte, konnte ich nicht anders als lachen. Ich frage mich, ob das Ganze chaotisch ist. Ja, diese gesamte Geschichte ist chaotisch. In den letzten Monaten habe ich viel über Latias Stimme gelernt. Aber seit dem letzten Tag ist nicht mehr von der Dunkelheit betroffen und hat bereits gesprochen. Ich sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie eine Latisierin ist. Was ist das? Und fragte, was passieren würde. Ich war bereit zu kämpfen, weil ich auf den Angriff wartete, aber nix. Sie begann mit Nachdruck zu sagen, ich hoffe, sie kennen meine Stimme und geben die Erfahrung weiter. Gesegnet! Ich werde erzählen, was passiert ist und warum ich hier bin. Als es vorbei war, war ich anders. Schön wär's. Ein Blick auf alles, was bisher passiert ist. Ich kann immer noch nicht in jeder Hinsicht hundertprozentig sicher sein, ob ich ihr wirklich vertrauen kann. Aber ihre Worte sagen viele Dinge aus, die ich nicht zuerst beantworten kann. Jetzt kennst du die ganze Geschichte. Nimm einen zweiten Helden und erzähle anderen, was ich dir erzählt habe. Ich vertraue dir und ich weiß, dass du es tun wirst. Gesegnet! Warum endet das immer mit gesegnet? Bevor ich es wusste, war ich bei sie steht vor der Studiotür und hält Crystal in der Hand. Alles klar. Satzbau Gutteland. Auf diese Weise werde ich Bautschenk bald verlassen. Ich habe angefangen, zusätzliches Personal muss alles finden. Aber ich musste im Geisterwald warten. In diesem Moment erschien mir etwas. Es sieht aus wie ein Bereich, der nur aus Schatten besteht. Diese Kreatur entspricht Latias Kommentar. Wenn du sein Leben schätzt, tust du nichts. Du kennst mich besser, als ich es zulasse. Vergiss mich, ich brauche ihn nicht. Als es vorbei war, war ich von Zoroastrianern umgeben. Ich wusste, dass ich nur eine Chance hatte, mich zu ergeben. Aber bevor ich ohne Feuergefecht auf die Erde gehen konnte. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich hoffe, wenn ich sie nie wiedersehe, können sie die Welt retten. Ich weiß leicht, was Quinn tun wird. Dinge durch die Gegend werfen. Kapitel 21. Wahre Gerechtigkeit. Seit dem Tag, an dem ich Crystal of Time erhalten habe, weiß ich nicht, wie lange ich mich unruhig gefühlt habe. Als ich müde war, kehrte ich in unser Lager an den Tohaido-Schluchten zurück. Necrozma, Floink und Bulbasaur saßen an einer Seite des Lagers und es schien eine Debatte zu geben. Aber es gab... Was? Es gab keine Lord-Kecke-Strecke. Was? Wartet, wir spulen jetzt mal. So, da. Seht ihr meine Handbewegung? Nein, tu dir nicht, weil ich keine Facecam anhab. Genauso spulen wir jetzt zurück. Ja, ihr müsst mir nicht applaudieren, ich habe euch weitergeholfen. Es regnete heftig und es gab einen starken Sturm. Der Test ergab keine bleibende Wunde, außer dass mein Kopf leicht gebissen war. Aber sie erlaubten mir nicht, mich diesen drei Ländern anzuschließen. Wir sind endlich aufgewacht. Du hast ein paar Tage geschlafen. Wir waren eine Weile sehr besorgt. Frank? F-R-E-Y-N-K. Frank. Drehte den Kopf und verließ mich. Aber wir müssen es noch tun. Weil es nur noch eine Woche bis zum Ende der Welt ist. Nach einer langen Debatte waren wir uns einig, dass Lord Ecke sich kreativen Freiraum verschaffen würde. Sehr schön.
Wir alle hoffen, dass er keine Hypothese aufstellen kann, weil sie die beste Person sind, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Aber wir haben keine andere Wahl. Er hatte versprochen, in 3 Tagen zu Weihnachten zurückzukehren. Das zu Weihnachten sollte da nicht stehen. Aber heute ist der 5. Tag. Wir waren nur überredet, ins Ferienzimmer zu gehen, um zu sehen, was passiert ist. Digga, das hat mich gerade an Virus Edition 2 erinnert mit Weihnachten. Virus Edition Spezialepisode 2. Ich mache mir wirklich Sorgen um diese Situation, also möchte ich natürlich mit mir gehen. Obwohl mir aus irgendeinem Grund immer der Kopf wehtut. Ich versuchte nichts zu zeigen, aber an der Tür des Seelenwaldes fiel mir auch auf, was mit mir los war. Ich konnte nicht ehrlich gehen und wehrte mich oft. Ich habe mich vorerst im Kofferraum versteckt, weil es nicht immer leicht geregnet hatte. Jedes Mal, wenn ich werf... Oh nein, du wirfst nichts! Mich macht das aggressiver, als es soll. Jedes Mal, wenn ich werfe, tut mir der Kopf weh. Aber ich möchte meine Reise nicht auf einer unbekannten Reise beenden. Bulbasaur hielt meine Hand, als es wieder regnete. Ich denke, wir werden auf die Erfahrung achten, oder? Vor allem, wenn du dich nicht wohlfühlst, Quint. Oder? Ich möchte nichts zeigen. Nein, es ist egal, ich habe Kopfschmerzen. Ich kann das schon lange ausdrücken. Beobachte mich genau. Geh lange zu Quinte. Du scheinst auch zu fallen. Komm schon, lass uns zurückgehen. Als Floyd uns plötzlich anrief, war ich so schockiert und frustriert, dass ich in eine dunkle Situation zurückkehren musste. Beeil dich. Wir kommen in diesen Tagen zu ihm, dass er wirklich hier ist. Andererseits habe ich ein wundervolles Licht. Die Dinge an ihm sehen erstaunlich aus. Als... Was? Royak. R-O-Y-A-K. Ich will nichts sagen, aber jetzt weiß ich endlich, woher mein Bruder den Namen für seine Geschichten hat. Ich weiß, dass du das guckst. Gerne. Als Royak ihn angriff, war er nur ein unsichtbares Set. Ein Gegenstand wurde dekoriert. Das habe ich jetzt irgendwie übertriebener gesagt als nötig. Ich wusste, was passiert war. Meine Stimme war Stereo. Ja, ich nehme Stereo auf, Bitches. Seitdem habe ich es nie mehr aufgegeben und verpasst. Plötzlich sah ich alles klar vor meinen Augen. Ich saß auf dem Waldboden. Mein Kopf verschwand plötzlich. Gut, wir haben wieder den Satz der Folge gefunden. Ist alles in Ordnung? Ich erzählte ihnen über ihre Fähigkeit zu schreien. Und was ich sah, oh Gott, gleich der nächste Satz. Einfach die Fähigkeit zu schreien, ganz, ganz wichtig. Ich war erstaunt darüber, was geschah, aber andere freuten sich darüber. Natürlich reden wir nicht darüber, Lord Eckes Position auf allen Seiten zu kontrollieren, aber wir haben keinen Zweifel an seinem Leben. Gleichzeitig haben wir einen grundlegenden Kristall. Es gibt noch eine zweite. Ich schaute noch einmal. Seine Lichtquelle war leicht verloren. Nur die Farbe seiner Haut zu dieser Zeit unterscheidet ihn vom Kristall. Als wir nach Schatzstadt zurückkehrten, erhielten wir alle möglichen neuen Daten, aber gleichzeitig gab es neue Probleme. Wir wollten dort warten, bevor wir zur Mondlichtgrotte gehen. Ich kann nicht gut schlafen. Ich fürchte, Lord Ecke ist an der Macht, weil er zu viel weiß. Oh Gott, wenn Lord Ecke an der Macht ist, sind wir alle verloren. Ich kann nicht feststellen, was das bedeutet. Vor allem weiß ich nicht, was es ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was weiß Günther nicht, Quent nicht, was es ist? Macht oder Wissen? Oder beides? Egal was es ist, es spricht nicht für ihn. Wir haben noch nie gesehen oder gehört. Zumindest ich nicht. Günther ist schwerbehindert, confirmed? Ich versuchte mir zu erklären, was passieren könnte. Letztlich denke ich, dass
Shire als neuer rechter Mann in Lettland wahrgenommen wird. Und laut Ecke hat seine Einstellung und ein Glück, gibt's noch zwei Sätze, dann ist das zu Ende heute. Ich werd hier dumm. Ach stimmt, bin ich schon. Etwas war geheim und Lord Ecke entdeckte es auf der Straße. Der Ersteller hat sich nun verpflichtet, diese Vertraulichkeit zu verhindern. Also, ich fühle Quent schon sehr. Mein Kopf ist, glaube ich, auch verschwunden. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.